Ich möchte Ihnen hier aufgrund der aufgeführten Themen zeigen, welche Punkte in einem Vetoverfahren aus unserer Sicht besonders beachtet werden müssen, damit dieses erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es gilt zu bedenken, dass ein einziger aus Sicht eines Richters formeller Fehler in der Ausschreibung genügt, dass die Ausschreibung aus unserer Sicht abstürzt, dass wir zurück an den Start geschickt werden. Und deshalb wollen wir eine sehr hohe Qualität der Ausschreibungsunterlagen sicherstellen. Ein Neustart in einem Verfahren bringt allen einen großen Mehraufwand. Und zwar nicht nur uns als Beschaffungsstelle, sondern auch der Bedarfsstelle und was nicht zu vergessen ist beim Anbieter, der bereits einen großen Aufwand für das Erstellen der Offerten getätigt hat. Darum sind die formellen Fehler in Ausschreibungsunterlagen auf jeden Fall zu vermeiden. Ich zeige Ihnen hier mal, welche Stellen bei uns, bei einer Veto-Ausschreibung in der Regel mitarbeiten. Es können aber bei bundesweiten Ausschreibungen, also wenn wir Hardware, Server, PC, Bildschirm oder Software ausschreiben, auch bedeutend mehr Leute sein. Und da muss man sich bewusst sein, dass viele Leute, die in einem Evaluationsteam sind, das erste Mal mit der Thematik WTO beschäftigt sind. Aus diesem Grund führen wir möglichst früh, ganz am Anfang, mit allen Beteiligten ein Kick-Off-Meeting durch, wo wir allen Beteiligten aufzeigen, wie so ein Verfahren abläuft, wer für was verantwortlich ist, welche Risiken bestehen, zum Beispiel, dass die Ausschreibungsunterlagen von Anfang an streng vertraulich behandelt werden müssen. Auf zwei Themen geben wir immer besonders ein. Das ist die Vorbefassung und das ist die besondere Beziehungsnähe. Die Vorbefassung entsteht oft, wenn eine Bedarfsstelle, ein Anbieter verpflichtet, an den Ausschreibungsunterlagen mitzuarbeiten. Wenn dieser dann bei uns ein Angebot einreichen will, sind wir verpflichtet, diesen vom Verfahren auszuschließen. Also ist es wichtig, dass wenn wir Firmen engagieren, die an den Ausschreibungsunterlagen mitarbeiten, dass sie dies von Anfang an wissen und sich auch vertraglich verpflichten, nicht an den geplanten WTO-Verfahren anzubieten. Eine Thematik, die immer wieder auftaucht, ist die besondere Beziehungsnähe. Das heißt, wenn sich beim Anbieter und im Evaluationsteam Personen besonders gut kennen, das kann verwandtschaftlich sein. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter des Anbieters Götti ist von einem Kind, einer Person im Evaluationsteam. In diesem Fall ist es absolut zwingend, dass auf beiden Seiten die Personen in den Ausstand treten. Weil zum Beispiel bei der besonderen Beziehungsnähe reicht es dem Richter schon, wenn er nur den Anschein hat, dass dieser besteht, muss sich mal bewiesen sein. Das ist dann ein formeller Fehler, wo wir wieder die ganze Problematik von einem Neustart haben könnten. Ein großes Thema ist bei uns auch immer die Marktforschung. Eine Marktforschung ist in allermeisten Fällen aus unserer Sicht unabdingbar, außer wir kennen den Markt, wo wir die Ausschreibung machen, schon sehr gut. Wir müssen wissen, ob und wer auf dem Markt die gesuchten Leistungen oder das Gut anbieten können. Nur wenn wir den Markt kennen, aus unserer Sicht, können wir sinnvolle Eignungskriterien, technische Spezifikationen oder Zuschlagskriterien erstellen. Die technischen Spezifikationen und die Eignungskriterien dienen auch dazu, dass wir den Markt in einem erlaubten Maß einschränken können. Ich komme noch darauf. Das Ziel ist aber auch mit diesen Zuschlagskriterien, Eignungskriterien, damit der Anbieter sieht, ob es für ihn Sinn macht, überhaupt ein Angebot einzureichen, ob er geeignet ist dazu. Eine fehlende Marktforschung führt oft dazu, auch schon erlebt, dass überhaupt kein Angebot einkommt, weil wir etwas ausschreiben, das so auf dem Markt gar nicht existiert. Oder das andere Extrem ist eben,
dass wir sehr viele Angebote erhalten. Das Maximum, das ich erlebt habe, waren 400. Ich möchte Ihnen jetzt noch die verschiedenen Verfahren, in den verschiedenen Verfahren ein wenig die Vorteile und die Nachteile aus unserer Sicht aufzeigen, damit Sie dann vielleicht auch verstehen, warum dass wir in den allermeisten Fällen mit dem offenen Verfahren im Informatikbereich arbeiten. Das offene Verfahren hat den Vorteil, dass alle Anbieter ein Angebot einreichen können. Viele mögliche Lösungsansätze sind möglich, wenn wir diese nicht wieder durch technische Spezifikationen oder Eignungskriterien zu stark einschränken. Auch ist hier wieder zu sagen, dass wir natürlich nicht wollen, dass wir 400 Angebote am Schluss auf dem Tisch haben. Die Nachteile sind klar, bei zu vielen Angeboten wird der Aufwand für die Evaluation auf unserer Seite sehr hoch. Und wir generieren einen unverhältnismäßigen Aufwand auf dem Markt bei den Anbietern. Wenn ich 400 Angebote habe und schon einmal rechnen würde, was das gesamthaft auf dem Markt ausgelöst hat an Kosten, ja, brauche ich nicht mehr dazu zu sagen. Dies gilt noch mehr bei komplexen Informatikausschreibungen, wo wir wissen, dass ein Angebot 100.000 Franken für den Anbieter rasch an Aufwand übersteigen kann. Das selektive Verfahren hat den Vorteil, dass wir in der Präqualifikation die Anzahl Angebote, die wir dann bewerten möchten, beschränken können, sind es mindestens 3. Wir haben dann wirklich viel weniger Aufwand auf dem Markt und der Aufwand ist auch dementsprechend geringer. Aus unserer Sicht ist ein möglicher Nachteil, dass ein Anbieter, der kein Angebot einreichen kann, eben dort auch zusätzlich einen Rekurs gegen den Entscheid einreichen kann. Und, was auch nicht zu vergessen ist, es kommen unter Umständen interessante Angebote, Lösungsansätze gar nicht so weit, dass sie evaluiert werden. Die Schwierigkeit aus unserer Sicht für die Wahl dieses Verfahrens ist, dass wir die Eignung des Anbieters in der Präqualifikation messbar machen müssen. Wir brauchen eine Rangliste, wo wir sehen, welche Anbieter sind am besten geeignet, ein Angebot einzureichen. Und wir dürfen nur die Eignung des Anbieters und nicht die Leistung bewerten. Und aus meiner Sicht ist es in der Informatikbranche nicht ganz einfach zu sagen, wie sich diese Eignung in Punkten messbar zu machen. Das ist ein Grund, warum wir dieses Verfahren eigentlich relativ selten anwenden. Das Dialogverfahren haben Sie heute Morgen schon gehört. Ich sage jetzt das mal eher aus der Sicht des Praxis. Der Vorteil wäre dort, dass man massiv mehr während dem Verfahren mit dem Anbieter kommunizieren kann. Aber es bedeutet einen gewaltigen, ich sage mal sicher mehr als das doppelte Aufwand für das Durchführen des Verfahrens als bei einem offenen Verfahren. Und das ist eigentlich der Hinderungsgrund bis heute, weshalb wir das nicht noch mehr angewendet haben. Wie gesagt, wir sind im Moment bei 100 Verfahren in diesem Jahr und wir müssen dort gewaltig mehr Kapazität haben, um das überhaupt zu stemmen. Wie gesagt, sind die ECAS und TS dazu da, dass wir eine vernünftige Anzahl Angebote erhalten. Für mich vernünftig ist vielleicht 7, 8 Angebote. Wenn 20 oder 30 Angebote haben, haben wir schon etwas falsch gemacht. Dann sind das zu viele. Bei den Bedarfsstellen besteht oft der Trend, diese Musskriterien zu extensiv anzuwenden. Und dann ist immer die Gefahr, dass wir eine unerlaubte Markteinschränkung machen, was wieder ein formeller Fehler wäre. Die klassischen Eignungskriterien und technische Spezifikationen, die immer wieder vorkommen, sind die geforderte Niederlassung eines Anbieters in der Schweiz, was im Rahmen des WTO-Verfahrens einfach schlicht nicht möglich ist. Es gibt andere Mittel,
wo wir zum Beispiel Reaktionszeiten fordern können, sofern diese begründet sind. Was ich auch immer wieder erlebe, dass man Funktionalitäten fordert als technische Spezifikation, die einem bei einer Marktforschung, bei einem Anbieter vielleicht besonders gut gefallen haben und er dann der Einzige ist, der dies eigentlich hat. Oder auch ein Klassiker sind die Zertifikate, die man will, aber auf dem Markt vielfach nicht marktüblich sind. Wie gesagt, kann es auch hier wieder dazu führen, dass wir, wenn wir diese zu extensiv nutzen, überhaupt keine Angebote erhalten. Oder im Gegenteil dazu, wenn wir das nicht einschränken, nicht probieren, den Markt so einzuschränken im offenen Verfahren, dass wir am Schluss extrem viele Angebote haben. Etwas vom Schwierigsten meines Erachtens aus der Praxis in Werteverfahren ist die Taxonomie. Die Wahl der Taxonomie, und ich verstehe darunter die Mischung des Preises versus die Qualitätskriterien, sollen eigentlich dazu führen, dass wir die gewünschte Qualität zu einem vernünftigen Preis erhalten. Eine zu hohe Bewertung des Preises kann dazu führen, dass wir Dumpingangebote haben. Wir haben dann einen super Preis, aber die Qualität ist nicht akzeptabel. Im Gegensatz dazu, wenn wir den Preis zu tief ansetzen, führt es dazu, dass wir eine super Qualität haben, aber einen Preis, den wir nicht bezahlen können. Und dann ist noch die Thematik bei den Zuschlagskriterien, die wir beachten müssen, dass wir die einzelnen Teile der Leistungen richtig bewerten. Ich habe es auch schon erlebt, dass wir dann eine Lösung zuschlagen müssen, die wesentliche Teile, die wir eigentlich haben wollten, nicht hatten, weil dort zu wenig Punkte vergeben würden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Baumgartner. Wir haben eine Frage gehabt, wir haben die nicht vergessen. Es geht darum, bei den Kriterien das Wort wirtschaftlich günstig. Was bedeutet das? Das wirtschaftlich günstigste Angebot ist eigentlich die Mischung zwischen dem Kriterium Preis und den Zuschlagskriterien. Also das ist der Qualität und Preis. Wer dort gesamthaft am meisten Punkte hat, kann den Zuschlag bekommen. Okay, ich hoffe, dass es klar ist. Gibt es mehr Fragen? Roland Füllemann, Example Consulting. Herr Fetz hat heute Vormittag das zweistufige Verfahren unter anderem propagiert, indem man eine funktionale Ausschreibung macht und dann in den Dialog tritt mit den Anbietern. Ist das nicht ein Widerspruch zur Tatsache, dass im selektiven Verfahren eigentlich nur die Eignung des Anbieters und nicht funktionale Kriterien der Software geprüft werden sollte? Also aus meiner Sicht ist das nicht ein Widerspruch. Ich kann, weil wir gerade im Dialog nicht mit 20 Firmen den Dialog führen wollen, zuerst nur alleine die Eignung anschauen in der Präqualifikation und zum Beispiel sagen, wir machen den Dialog mit drei Firmen, dass wir das dort dann in Grenzen halten. Es ist vielleicht auch nicht, ist auch so, oder? Der Dialog ist auch die Frage, wie weit öffnen wir das Spektrum, um Fragen zu behandeln. Ich kann auch einen Mini-Dialog machen, mit dem hatten wir schon Erfahrung und gute Erfahrung. Das Problem ist hier wirklich der Aufwand, der auf beiden Seiten, beim Anbieter und bei uns entsteht, für so ein Verfahren durchzuführen. Der Anbieter hat natürlich auch sehr hohe Kosten, wenn er 3-4 Mal quasi den Dialog führen muss über mehrere Stunden. Dankeschön. Also vielen Dank, Herr Baumgartner. Sie erhalten auch das Referent Geschenkli. Voilà, Dankeschön.